Hallo Leute, ich baue heute selbstgebaute Rasenmähkantsteine, weil es einfach keine schönen auf dem Markt gibt, im Bauhaus oder woanders da. Und ich brauche eben halt passende Rasenmähsteine. In dem Fall habe ich 40 auf 8 cm mir so eine Schale gebaut aus Holz mit einer Plastikfolie unten drunter, damit sich das eben halt später besser ablösen kann. Hier habe ich Beton, das mische ich mir gerade an und dann wird es gleich hier reingefüllt. So, jetzt habe ich schon langsam angefangen. Beton hier in die Schalen reinzufüllen. Das wird jetzt schön hier in die Schale reinkommen alles. 40 cm auf 8 cm und die Höhe ist knapp 2,5-3 cm, so dass es später richtig schön aussehen wird. So, jetzt habe ich der Beton die Schalen rein und warte ab, bis es trocknet. Also so in ein paar Stunden sollte es dann trocken sein. Grundiert mit Anthrazitfarbe angestrichen und anschließend versiegelt. Mit wenig Aufwand eine eigene Garage für den Mähroboter aus Hohlkammerplatten selber gestaltet. Ganz einfach und kostengünstig. Hier die Steine für den Mähroboter.